Flux FM in digitaler Gesellschaft. Während die meisten Leute im Kopf bereits ja im Sommerurlaub sind oder ihre Aufmerksamkeit der spannenden Fußball-EM schenken, versucht die Bundesregierung eilends und ohne viel Aufsehen ein neues Antiterrorgesetz durch das Parlament zu drücken. Das Gesetz ist Teil eines größeren Maßnahmenpakets, das das Kabinett schon im April beschlossen hat. Auch auf EU-Ebene werden übrigens aktuell Vorhaben zur Terrorbekämpfung vorangetrieben, wie beispielsweise die Terrorismusrichtlinie und das EU-Internetforum. All diese Bestrebungen laufen auf das gleiche Ziel hinaus: weniger Rechtsstaatlichkeit und mehr Überwachung. Was da genau geplant ist und was davon vor allen Dingen auch zu halten ist und was wir dagegen tun können letztlich, das besprechen wir mit einem, der sich auskennt. Volker Tripp nämlich vom Verein Digitale Gesellschaft, der ist im Studio. Ich grüße dich. Hallo. Schön, dass du da bist. Antiterrorgesetz der Bundesregierung, da wollen wir natürlich wissen, worum geht es dabei, was steht da eigentlich genau drin? Dieses Antiterrorgesetz ist ein sogenanntes Artikelgesetz. Das heißt, mit dem Gesetz werden 9 andere Gesetze geändert. Zum Beispiel das BKA-Gesetz, das Gesetz über den Verfassungsschutz, das Gesetz über den BND und eben zahlreiche andere. Da stehen eine ganze Reihe von Maßnahmen drin, die zu einem besseren Informationsaustausch zur Terrorbekämpfung beitragen sollen. Das ist allerdings ein buntes Bündel von Maßnahmen, die also vor allen Dingen so Befugniserweiterungen für Geheimdienste und Polizeien beinhalten. Ganz konkret sind so 3 Maßnahmen, die da zum Beispiel geplant sind, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein soll, anonym Prepaid-Karten zu benutzen. Also es besteht ein Identifikationszwang bei Prepaid-Karten. Und es sind eben auch noch zahlreiche andere Maßnahmen in dem Gesetz geplant. Also zum Beispiel habe ich gehört vom Zugriff auf BND, auf Bestandsdaten oder so, ist auch die Möglichkeit, oder? Genau, das ist eine Sache, das darf bisher das Bundesamt für Verfassungsschutz solche Auskunftsverlangen einholen. In Zukunft soll eben auch der BND die Möglichkeit haben, auf Bestandsdaten zu Telekommunikationsanschlüssen und so Social-Media-Konten zuzugreifen. Auch Fluggastdaten können zum Beispiel abgerufen werden. Also neue Zugriffsbefugnisse für den BND, die er bisher nicht hatte. Ja, und das mit den Prepaid-Karten ist ja auch ganz interessant. Also anonyme Prepaid-Karten soll es zukünftig dann demnach nicht mehr geben. Mhm. Wie können wir uns das genau vorstellen? Na, in Zukunft soll es so sein, dass wenn man eine Prepaid-Karte kauft, man einen Ausweis vorlegen muss, ein Identifikationsdokument, sodass eben eindeutig festgestellt werden kann, wer ist diese Person, die jetzt diese Prepaid-Karte gerade kauft. Das war bisher zwar grundsätzlich auch so, aber die Anbieter waren eben nicht gehalten, tatsächlich zu überprüfen, ob die Angaben, die da gemacht werden, tatsächlich richtig sind, ne? Und jetzt wird eben gesagt, wir brauchen das zur Terrorbekämpfung und auch zur Bekämpfung der Kriminalität, weil viele eben dann mit so falschen Prepaid-Karten und mit falschen Angaben sich solche Prepaid-Karten kaufen und dann ist das Ganze nicht rückverfolgbar. Schlecht ist das allerdings vor allen Dingen für die allgemeine Bevölkerung, denn solche Prepaid-Karten waren auch immer eine wunderbare Möglichkeit, wie man zum Beispiel mit Mobilfunkgeräten Social-Media-Angebote anonym nutzen konnte, also Facebook zum Beispiel anonym nutzen konnte. Sogar das BSI hat empfohlen, dass man Prepaid-Karten benutzt, wenn man eben über Mobilfunk solche Datendienste nutzt, weil man dann eben anonym unterwegs ist. Das wird dann in Zukunft nicht mehr gehen und die Kriminellen, die gerne auf die Art und Weise anonym bleiben wollen, die können das auch in Zukunft tun, denn im Ausland gibt es immer noch die Möglichkeiten, Prepaid-Karten umsonst beziehungsweise also ohne Angabe von Identitätsdaten zu erwerben. Insofern ist sehr fraglich, ob dieser Vorstoß irgendeine Verbesserung bringt. Vor allen Dingen bringt er halt eine Verschlechterung so für die breite Masse. Und dann soll es auch gemeinsame Datenbanken der Geheimdienste geben. Genau, das ist eigentlich einer der problematischsten Punkte, die in diesem Gesetz geregelt sind. Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll jetzt die Möglichkeit bekommen, sich an sogenannten Verbunddateien zu beteiligen. Das heißt also gemeinsame Dateien mit ausländischen Sicherheitsdiensten. Und dadurch entstehen eigentlich eine ganze Reihe von Problemen. In Deutschland ist es nämlich so, dass es ein sogenanntes Trennungsprinzip gibt. Das bedeutet, dass Geheimdienste und Polizeien grundsätzlich nicht ihre Daten so ohne weiteres austauschen dürfen, sondern die müssen grundsätzlich getrennt sein. Die Idee dahinter ist, dass eben die Aufgabe von Geheimdiensten vor allen Dingen die Informationssammlung ist, was sie eben oft mit heimlichen Methoden tun. Aber die Geheimdienste haben keine Exekutivbefugnisse. Die dürfen keine Leute festnehmen oder durchsuchen oder ähnliches. Das darf aber die Polizei. Die erhebt ihre Informationen aber typischerweise eigentlich mit offenen Mitteln, aber jedenfalls nicht mit den Mitteln, mit denen Geheimdienste arbeiten. Deswegen gibt es in Deutschland dieses Trennungsgebot. Dieses Gebot gibt es in anderen Ländern nicht. Also da ist es oft so, dass so Geheimdienste so eine Mischfunktion haben. Die haben teilweise polizeiliche Befugnisse, teilweise eben diese
Befugnisse zur Informationssammlung. Wenn jetzt das Bundesamt für Verfassungsschutz Informationen über Personen in eine solche Datei gibt, dann kann das eben dazu führen, dass andere Geheimdienste, die auch Polizeien sind, auf diese Informationen Zugriff nehmen, sozusagen dieses Trennungsprinzip dadurch überwunden wird. Und wenn so eine Person dann ins Ausland reist, kann es ohne weiteres passieren, dass sie dann auf einmal, obwohl sie hier keiner Straftat verdächtig ist oder ähnliches, plötzlich dort mit Durchsuchungen, Festnahmen, Einreiseverboten, Flugverboten zu rechnen hat. Dann haben wir eingangs ja gesagt, dass die Bundesregierung versucht, dieses Antiterrorgesetz sehr eilig durchzudrücken. Was heißt das genau? Na, das heißt vor allen Dingen, dass zwischen dem Zeitpunkt, in dem das Gesetz in den Bundestag eingebracht wurde und jetzt diesem Zeitpunkt der endgültigen Verabschiedung, der morgen sein wird, nur gerade mal 2 Wochen liegen. Und in diesem Zeitraum gab es auch noch eine sehr hoch umstrittene Sachverständigenanhörung. Das war jetzt gerade Anfang dieser Woche im Innenausschuss. Und die Hälfte der Sachverständigen, die da geladen waren, waren Chefs der Sicherheitsbehörden. Die fanden natürlich dieses Gesetz vollkommen großartig. Und die Opposition hielt das Ganze dann für eine Farce, hat sich da auch lautstark beschwert und hat schließlich tatsächlich auch den Saal verlassen. Also es gab einen richtigen Eklat bei dieser Sachverständigenanhörung. Weil offensichtlich deutlich wurde, dass da jegliche Form von Protest eigentlich gleich klein gehalten werden soll und man eben möglichst schnell dieses Gesetz durchdrücken wollte. Dann gehen wir nochmal kurz auf die EU-Ebene, denn du sagst, auch die EU plant neue Antiterrormaßnahmen, zum Beispiel eine neue Terrorismusrichtlinie. Was soll darin geregelt werden? Ja, auch da sollte in dieser Woche eigentlich schon die Abstimmung im Innenausschuss des Europäischen Parlaments stattfinden. Die wurde jetzt allerdings kurzfristig verschoben auf nächsten Montag. Es gab nämlich Streit über etwas, was in dieser Richtlinie vorgesehen ist, nämlich die Möglichkeit für Netzsperren. Also in dieser Richtlinie ist vorgesehen, dass es Mechanismen geben soll, mit denen Anbieter von Internetdiensten angewiesen werden können, bestimmte Inhalte, die eben als terroristisch identifiziert werden, zu sperren, ja, oder eben auch sogar ganz zu löschen. Und außerdem ist auch noch vorgesehen, eine generelle Ausweitung von Überwachungsmaßnahmen, beispielsweise auch die Überwachung von Personen und Gesprächen zwischen Personen in privaten oder öffentlichen Fahrzeugen. Ja, und da es jetzt in letzter Minute eigentlich dann noch deutlichen Widerspruch gab, auch aus der Zivilgesellschaft, ist es jetzt tatsächlich offenbar nochmal zu einer Debatte da im Parlament gekommen und man hat also kurzfristig diese Abstimmung jetzt nochmal um eine Woche verschoben. Ob das was bringt, eine Woche? Naja, das weiß ich nicht genau, ob es jetzt im Endeffekt was bringt. Jedenfalls zeigt es, dass der Protest tatsächlich wirkt. Denn der Grund, also ohne dass es jetzt diesen Protest aus der Zivilgesellschaft gegeben hätte, hätte es sicherlich nicht nochmal eine erneute Diskussion unter den Parlamentariern gegeben. Und das zeigt eben, je vehementer man da protestiert und je mehr man eben zeigt auch, dass es nicht einfach so richtig ist, solche Maßnahmen durchzuwinken, desto mehr kommt dann auch Bewegung in den parlamentarischen Prozess. Und vielleicht schafft man es tatsächlich, so viele zu überzeugen, dass sowas dann im Ergebnis gar nicht durchkommt. Dann sollte man vielleicht auch im Zusammenhang mit der EU vom EU-Internetforum gehört haben. Worum geht es dabei? Ja, das ist nochmal eine andere Angriffslinie, die eigentlich auf was Ähnliches abzielt. Das EU-Internetforum ist so ein informelles Gremium, bei dem sich die Europäische Kommission, die Innenminister der EU, der EU-Antiterrorbeauftragte und die Köpfe großer Internetfirmen wie Microsoft, Twitter, Google, Facebook treffen und besprechen, was sie denn so tun können, um die Verbreitung von terroristischer Propaganda zu verhindern. Und da geht es eben gerade nicht darum, dass man das Ganze gesetzlich macht, was dann vielleicht auch eben an Verfassungsrecht, an Grundrechten zu messen wäre, sondern das soll über Selbstverpflichtungen der Unternehmen gehen. Die Unternehmen sollen also sich selber dazu verpflichten, bestimmte Inhalte, die als terroristisch gelten, zu löschen, ja, oder den Zugriff darauf zu sperren. Was jetzt letztlich dann terroristisch ist und was nicht, das soll dann kein Richter entscheiden oder eine andere Stelle, deren Entscheidungen dann auch tatsächlich mit Rechtsmitteln angreifbar werden, sondern die Unternehmen selbst. Mhm. Und wie schnell aus, sagen wir mal, einer kritischen Haltung plötzlich Terror werden kann, das sieht man ja beispielsweise auch ganz gut in diesen Tagen in der Türkei, wo dann Journalisten oder sogar Parlamentarier, die nicht auf der Linie von Herrn Erdogan liegen, plötzlich als Terroristen abgestempelt werden. Mhm. Das ist sicherlich ein extremes und auch zugespitztes Beispiel. Es zeigt aber, dass letztlich es falsch ist, rechtsstaatlich falsch ist, solchen Wirtschaftsunternehmen die Definitionsgewalt über solche Fragen zu überlassen und damit letztlich die Entscheidung darüber unterlassen, was wir uns im Internet ansehen können und was nicht. Richtig. Für Deutschland und die EU heißt das also mehr Überwachung, mehr Kontrolle und dann somit weniger Rechtsstaat. Wie können wir uns jetzt dagegen wehren? Was machen wir, Volker?
Ja, ich sagte ja gerade schon, ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig, da zu protestieren. Das heißt, man sollte auch ganz gezielt Bundestagsabgeordnete, EU-Abgeordnete anrufen und ihnen sagen, dass man von diesen Plänen nicht begeistert ist, dass man auch der Meinung ist, dass tatsächlich diese Maßnahmen eigentlich überhaupt nichts bringen. Denn das muss man sagen, all diesen Maßnahmen, egal ob den gesetzlichen oder den nicht gesetzlichen Maßnahmen, ist gemein, dass es keinerlei Nachweis für ihre Wirksamkeit gibt. Es ist überhaupt nicht klar, warum beispielsweise eine Identifizierungspflicht für Prepaid-Karten irgendwie was helfen soll im Kampf gegen den Terror. Warum die Sperrung von Inhalten in irgendeiner Weise helfen soll. Und solange diese Fragen nicht mal wirklich klar beantwortet sind, gibt es eigentlich keinen Grund, warum unsere Rechte auf Informationsfreiheit, unsere Rechte auf Meinungsfreiheit in dieser Art und Weise eingeschränkt werden sollen und eigentlich der Willkür auch von Unternehmen überlassen werden sollen. Und ich glaube, das muss man ganz, ganz klar deutlich machen. Speziell für die Terrorismusrichtlinie haben wir bei der Digitalen Gesellschaft auch eine Telefonaktion gestartet, womit man die EU-Abgeordneten gratis anrufen kann. Findet man bei uns auf der Seite. Da findet man auch tiefergehende, weitergehende Informationen zu der Terrorismusrichtlinie, sodass man sich argumentativ ein bisschen aufrüsten kann, bevor man so einen Anruf tätigt. Mhm, auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal ordentlich im Bilde. Vielen Dank, dass du hier uns informiert hast über unter anderem eben, dass die Bundesregierung schnell und ohne Aufsehen ein neues Antiterrorgesetz durch das Parlament drücken will. Volker Tripp ist für euch ins Detail gegangen vom Verein Digitale Gesellschaft. Vielen lieben Dank. Gerne. Und habt noch einen wunderschönen Tag.